das Ding mal ab, dann kann ich das besser erklären, ne? Dann, wenn sie so weit sind. Vielleicht nehme ich diese oder das oder Ding hier ab. Nee, dann. Herr Pahl, wie sah denn damals das Handwerk eines Filmkameramanns aus und womit wurde damals gearbeitet? Also das Hauptgerät war die Ariflex 35 mm, die habe ich hier jetzt. Und diese Kamera war ausgestattet mit einem Revolver. Da sind drei Objektive drin. Ich nehme mal das Compendium ab. Das ist schon etwas schwierig, aber es geht schon noch. Augenblick. So. Hier haben wir die drei Objektive. Also einmal ein Normalobjektiv, 32 mm, dann ein Objektiv 50 mm und eins 85 mm, die konnte man mit dem Revolver so rumschwenken. Und dadurch war man, und man guckt, da ist eine Spiegelreflexkamera, und man guckt während des Drehens über den Spiegel durchs Objektiv. Dadurch hat man keine Parallaxe und hat also ein einwandfreies Bild. Das ist eine Kamera, die wurde damals von Arnold und Richter für die Propagandakompanie der Nazis entwickelt, für die Frontberichterstattung, weil diese Kamera eben sehr beweglich war und kein Federwerk hatte, über Akku betrieben wurde. Und man eben auch schnell mit laufen konnte und eben schnell die Objektive wechseln konnte und so bewegte Situationen gut einfangen konnte. Und ja, die Kassetten waren auch schnell zu wechseln. Nicht? Musste man dann hier, hier sieht man dann das Filmfenster und dann wurde die hier mit der Schleife eingesetzt, drauf und hier vorne verriegelt und dann den Objektivdeckel drauf und dann konnte man schon wieder gleich drehen, gleich arbeiten. Wie viel Zeit hatte man denn immer so zur Verfügung, bis das Film durch war? Also die 60 Meter Kassette, die man hier jetzt sieht, die läuft 2 Minuten bei 24 Bildern. Aber wenn Sie so einen ganzen Tag gedreht haben, wie viele Kassetten mussten Sie denn dabei haben? Also man hatte meistens so 5, 6 Kassetten, je nachdem, was man nun gemacht hat, hat man die vorbereitet und eingelegt. Und dann man konnte aber auch unterwegs mit dem Dunkelsack den belichteten Film rausnehmen und den neuen wieder einlegen. Nicht? Und dann hatte man eben dieses Compendium hier, um die Sonne abzuhalten, Gegenlicht. Und da war das eben so. Das konnte man ausziehen, je nachdem, welche Optik man verwendet, damit man also beim Drehen das Compendium nicht im Bild hat. Wo lag denn so eine Kamera damals preislich? Also die Kamera, würde ich mal sagen, war so um 15.000, 20.000 Mark. Je nachdem, welche Objektive da nun drin waren. Und aber heutzutage wird eben mit diesen Geräten eigentlich nicht mehr gearbeitet. Nicht? Das ist vorbei. Und den Akku, den konnten Sie sich quasi umhängen? Ja, den Akku konnte man sich umhängen. Das waren halt damals diese Akkus, die noch mit. Also die waren pflegebedürftig, da waren so kleine Zellen drin und da musste man doch immer gucken, ob das destillierte Wasser den richtigen Stand hatte. Und die hatten natürlich auch nur eine gewisse Haltbarkeit. Nach 1, 2 Jahren mussten die erneuert werden. Wie lange hielt denn so ein Akku am Tag? Also mit so einem Akku, wenn er gut geladen war, konnte man schon 5, 6 Kassetten mit durchziehen.
Also das war schon Ordnung. Und das war jetzt sozusagen die Standardausrüstung. Und dann sehen wir ja noch hier, dass Sie noch andere Objektive dabei Ja, haben. da gab es dann verschiedene längere Brennweiten. Fangen wir mal mit den ganz kurzen an. Da gab es also hier auch ein 25 mm Objektiv. Das war eben von der Brennweite her, da konnte man in Räumen, nicht, konnte man damit gut umgehen, ohne dass man also zu weit weggehen musste. Man konnte auch dicht dran. Und das war auch so nicht so ein Schärfeproblem mit. Und diese anderen Objektive, die wir hier noch sehen, da haben wir also hier von Astro eine Fernbildlinse 200 mm. Diese Objektive kann man natürlich nur vom Stativ benutzen, weil aus der Hand ist das nicht möglich. Das würde alles viel zu sehr verwackeln, weil der Bildwinkel ja sehr klein ist. Und ja, und das ging dann weiter über 300 mm. Nicht? Fernbildlinse, da konnte man schon anständig, also ungefähr, was weiß ich, so ein fünffacher Feldstecher. Und dann 400 mm. Da musste man schon, weil die Optik ja sehr lang und schwer ist, die musste dann mit einem extra Teil noch gestützt werden an der Kamera, weil das sonst den Revolver beschädigt hätte. Und das geht dann weiter bis 1000 Millimeter, also 1 Meter Brennweite. Und da braucht man dann aber auch ein spezielles Stativ, was wirklich auch nicht windanfällig ist und damit man da noch ruhige Aufnahmen Und zustande liegt das bringt. dann 400 mm Objektiv preislich? Also, das kann ich jetzt nicht genau sagen, aber ich würde mal vermuten, dass so ein Objektiv damals bestimmt an die 2.000-3.000 Mark gekostet hat. Und diese Firma Astro war ja eine Berliner Firma, die diese Fernbildlinsen entwickelt hat. Aber diese Firma gibt's heute leider nicht mehr. Die sind also im Zuge der Entwicklung wohl dann, haben die in den Betrieb eingestellt. Und wir hatten dann damals, wenn wir also Aufnahmestände hatten, die wir schon vorher aufgestellt hatten, wo wir noch selber noch nicht da waren, sondern die Position sozusagen festgelegt hatten, dann wurde dort ein Schild angebracht, damit also niemand sich darauf stellt oder das eben sogar wieder wegnimmt und dann hätte man am Boden gestanden. Das So. bezieht sich jetzt darauf, es gibt ja die Fotos von der Wochenschau mit den ganzen Mercedes-Karawans, Ja, wo dann oben auf dem Dach. ja, ja. Also also 1957 hat die Wochenschau mehrere Mercedes, Autos angesehen. Es gab damals noch keine Kombis. Die Kombis, da wurde nur eine halbe Karosse, wurde an eine Spezialkarosseriefirma geliefert und die haben dann diesen Kombiaufbau da angebaut. Um die ganzen, und dann war das auch so, da wurden Zeichnungen gemacht, was da alles rein musste und wo das sein. Da musste hinten auch noch jemand sitzen, der war auch klappbar, dieser Sitz. Aber das waren Spezialanfertigungen von Karosseriefirmen. Mercedes hat dann nur den Vorderteil des Autos geliefert und der Rest wurde dann da in der. Das war eine teure Angelegenheit. Kombis kamen erst später auf den Markt. Und so haben wir damals eben auch mehrere Limousinen gehabt, wo wir dann eigentlich nur den Kofferraum zur Verfügung hatten, was natürlich nicht so praktisch war. Ne? Später dann, als also auch der Ton sich mehr verbreitet hat, also das heißt Interviews gemacht wurden, da wurde dann auch ein Tonmeister mitgenommen, aber dann gab es so ein Stoff, ein Stoffblimp, um diese laute Kamera zu dämmen. Also den konnte man darüber ziehen und dann war das zwar immer noch da, aber nicht mehr so präsent. Und wenn man etwas weiter abstand, mit der Kamera etwas längere Brennweite benutzte, dann
war das eine ganz gute Lösung. Aber dann gab es natürlich später die Arri BL, also eine vollgeblimmte, also vollgeräuschgeschützte Kamera. Und mit der konnte man dann auch im Atelier drehen und also wirklich die Personen auch in 1 Meter Entfernung aufnehmen, wenn sie gesprochen haben, ohne dass die Kamera zu hören war. Und heute ist das ja mit den Videokameras nun überhaupt kein Problem mehr. Und von daher ist das also auch alles sehr viel einfacher geworden.